Als ich heute früh ins Büro kam, war draußen noch absolute Stille. Früh, 6.20 Uhr. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Fast kein Mensch unterwegs. Ruhe, der Wind blies leicht und es war eine absolute Frische in der Luft, die ich super genossen habe. In dem Moment denkt man natürlich, was braucht man noch im Leben? Ist das nicht schon alles? Und dann plötzlich geht die 10. Aufnahme mit dem Mikrofon auf diesem, kenne nicht, der Hund bellt und alles Mögliche geht schief. Und wir fragen uns dann in dem Moment manchmal, was ist eigentlich der ganze Sinn dahinter und was ist das eigentliche Ziel? Und das kann man jetzt weiterdenken bis hin zu Zielen wie Geld, wo möchte ich hin, was, wie viel brauche ich, um überhaupt glücklich zu sein? Und da ist mir eine alte Geschichte von einem Fischermann aus Mexiko eingefallen, die ich dir gerne erzählen möchte. In der Geschichte geht es um einen Fischermann, der recht glücklich war mit seinem Leben. Er fuhr jeden Tag mit seinem kleinen Boot aufs Meer oder blieb auch an der Küste und angelte ein paar Fische zusammen. Gerade so viel, dass er davon leben konnte, mit seiner Familie und ein paar guten Freunden ein paar Fische abgeben konnte oder tauschen konnte gegen andere Dinge. Am Nachmittag verbrachte er Zeit mit seiner Frau, um am Abend mit guten Freunden ein Glas Wein zu genießen. So verlief Tag für Tag, bis eines Tages ein Geschäftsmann vorbeikam, der ihn fragte, nachdem er diesen tollen Fisch sah: Wahnsinn, was machst du hier eigentlich? Du könntest doch noch viel mehr Fische fangen. Der Fischermann fragte, warum noch mehr? Und er antwortete ihm, ja, ist doch logisch. Ich könnte dir noch jemanden an die Seite setzen, der mit einem zweiten Boot rausfährt und ebenso Fische fängt. Du könntest statt 2 Stunden auch 5 Stunden auf dem Wasser sein und 3-mal so viele Fische angeln. Gleichzeitig könnten wir dann einen Geschäftssitz in einer Großstadt aufbauen, diese Fische im großen Stil verkaufen und irgendwann würdest du mit einem großen Segelboot herausfahren oder einem großen Motorboot und ein Netz hinterherziehen und dann tausende Fische einkaufen, die verkaufen, auf den Märkten deine eigene Fischverarbeitung aufbauen und schließlich hättest du ein Millionenunternehmen, was du verkaufen kannst, um alle deine Träume, alles, was du in deinem Leben haben möchtest, zu erreichen. Der Fischermann fragte daraufhin, wie lange das Ganze dauern würde und sagte, ja, 15 bis 20 Jahren und du wärst an der Stelle, dass du etwa 1-2 Millionen damit verdient hättest und nie wieder arbeiten müsstest und deine Zeit verbringen könntest mit deiner Familie, mit einem Glas Wein und ähnlichen Angenehmheiten. Der Fischermann war etwas verwundert, denn genau das waren die Dinge, die er doch heute schon hatte, indem er einfach weniger nach den Sternen griff und sagte, das ist mir genug. Das Interessante an der Fischermann-Geschichte ist für mich eigentlich die Realitätsnähe, die wir jeden Tag spüren. Warum stehe ich tatsächlich um 6 Uhr auf, um hier 6.30 Uhr im Büro zu sein? Warum machen wir uns die ganze Arbeit? Ich selber habe schon einige Startups verkauft und brauchte so sehr nun wirklich nicht mehr arbeiten, um mein Leben zu genießen. Und mir ist dann dabei eingefallen, dass ich mir diese Gedanken ja schon öfter gemacht habe. Ich genieße tatsächlich diese Arbeit. Ich möchte auch anderen Menschen helfen, angenehmer über Geld nachzudenken und Geld als etwas Lockeres, etwas Leichtes zu sehen. Bei mir sieht das ein bisschen so aus, dass die Geschichte eigentlich schon viel früher beginnt. Damals haben wir mit unseren Eltern, mit meinem Bruder zusammen viele Spiele gespielt, darunter natürlich auch Monopoly. Wenn man nun bei Monopoly auf eine Strategie setzt, dann kann man sich jedes Mal entscheiden, wie man vorgehen möchte. Nimmt man die billigen Straßen und baut darauf Häuser, nimmt man die teuren, die Parkstraße oder die Schlossallee und kauft sich dafür viel Geld Häuser, um mehr Miete einzusammeln. Strategisch haben wir festgestellt, dass die günstigen Häuser viel besser laufen. Man kauft schnell Häuser und Hotels auf dieser Straße und schon entzieht man den anderen überhaupt das Geld, um sich Häuser auf den teuren Schlossallees und Co. leisten zu können. Der einfache Weg hat dazu geführt, dass wir immer wieder Spiele gespielt haben, immer wieder die Strategie veroptimiert haben und schließlich irgendjemand statistisch gesehen viel öfter gewonnen hat als der andere. Und wie auch gestern schon gesehen, ist nicht jedes Spiel dazu da zu gewinnen,
aber wer statistisch am häufigsten gewinnt, der wird langfristig der Sieger sein. Und genau dieser spielerische Ansatz ist etwas, den ich in mein Leben übernommen habe. Ich versuche, viele Dinge auszuprobieren. Ich versuche, alle möglichen Chancen wahrzunehmen und diese dann neu zu bewerten. Und daraus ergibt sich dann am Ende ein erfolgreicher oder nicht so erfolgreicher Plan. Das, was aber erfolgreich ist, lässt sich einfach öfter und öfter umsetzen. Wie auch bei dem Fischermann beginnt allerdings fast alles mit einem klaren Ziel im Kopf. Und dafür möchte ich dir nur wirklich raten, einmal Zettel und Stift in die Hand zu nehmen, dir deine Ziele konkret aufzuschreiben. Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben? Wie häufig? Und was ist das Wichtigste oder was sind die wichtigsten Dinge, die du noch erleben möchtest? Diese einfache Liste zeigt dir am Ende schließlich, was du mit deinem Leben anstellen kannst und wie weit du noch von deinen eigentlichen Zielen entfernt bist. Häufig sind fast alle anderen Sachen, die wir uns vornehmen, irgendwelche Illusionen, die wir gar nicht unbedingt umsetzen müssen und gar nicht wollen. Und wir können heute die Entscheidung treffen, einfach an unseren wichtigsten Zielen zu arbeiten und diese nicht mehr aus den Augen zu verlassen. Wenn du mich kennst, weißt du auch, dass ich zum Beispiel meine Aktienanlage zu 100% in den eigenen Aktienfonds habe. Ich denke, Aktien haben ein gutes Risiko- und Chancenverhältnis, sodass ich langfristig auf meine finanziellen Ziele komme. Diese finanziellen Ziele unterstützen dann die eigentlichen wahren Ziele meines Lebens. Und das ist die Basis dafür, dass ich in etwa 14 Jahren nach meiner Kalkulation alle Ziele erreicht habe, die auf dieser finanziellen Basis für mich zu entdecken sind. Und genau das ermöglicht dann das gleiche Leben, was ich heute habe. Das heißt, ich genieße jetzt schon das Leben, wie es ist, generiere auch noch Einkommen, um das zu erzielen und kann dann aber frei entscheiden, ob ich weiterhin dieses Einkommen generieren möchte oder muss oder ob ich aus der eigenen Kapitalanlage lebe. Und das ist die Art und Weise, wie man spielerisch mit Geld umgehen kann. Lebe heute so, wie du es möchtest und sorge dafür, dass du auch in 10, 20 Jahren das Gleiche tun kannst mit eventuell weniger Arbeit und weniger Aufwand. Wichtig ist mir dabei nicht, dass du sagst, Arbeit ist nichts für mich und ich möchte gar nicht mehr arbeiten ab heute. Wichtig ist für mich, dass du dir die Optionen offen lässt, was du in Zukunft machen möchtest. Wir alle wissen nicht, wie sich unsere eigene Einschätzung zu dem, was wir tun, um zum Leben verändern wird. Wir wissen aber, dass Flexibilität sehr viel wert ist. Und wer sich entspannt Stück für Stück einen Kapitalstock aufbaut, kann aus den Zinsen und den Renditen daraus später zehren. Dieser zusätzliche Einkommen gibt uns mehr Freiheiten zu entscheiden. Und das ist alles, was wir für die Erreichung unserer Ziele brauchen. Und ich freue mich darauf, wenn wir gemeinsam noch mehr erreichen können, indem wir uns auf diesem Kanal wiedersehen. Bis bald, dein Gero.